Moin! Ich bin ja total begeistert, dass irgendwie um die Uhrzeit auf einer Geek-Konferenz Leute schon wach sind, oder zumindest anwesend sind, aus dem Wach kriegen gleich mal raus. Wir wollen uns heute mit Passworten beschäftigen, oder eigentlich eher gar nicht, sondern eigentlich wollen wir Passworte loswerden. Das gewagte Experiment, zumindest für mich, ist, dass ich original nur mit 4 Slides habe, weil der Rest soll Diskussionen und ein bisschen Code angucken und so werden. Weil ich will eigentlich vor allem Meinungen einsammeln und ein bisschen Sachen diskutieren, weil es ist total spannend, wenn man Leuten erzählt, Passworte sind irgendwie blöd und eigentlich will man die nicht haben. Ja, stimmen alle immer toll, total zu, aber Alternativen weiß irgendwie keiner und die sind ja alle kompliziert und gefährlich und schwer und das kann man ja keinem erklären und überhaupt ist es alles irgendwie, also Passworte sind zwar übel, aber irgendwie das überlebbare und handelbare Übel. Und das sehe ich dann überhaupt nicht, deswegen finde ich es mir total spannend, mit Leuten darüber zu diskutieren. Ich hoffe, dass ich also so ein bisschen aufgerüttelt kriege, ein bisschen wegkriege am Anfang. Deswegen so ein bisschen werde ich vorher was sagen. Danach müssen wir ja diskutieren. Und wenn uns keiner diskutiert, ist der Talk relativ schnell zu Ende. Okay, für alle, die mich noch nicht kennen, einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Arne Blankertz. Ich bin Teil einer kleinen Consulting-Firma, die The PHPCC heißt. Und wir erklären Leuten und unterstützen Leute dabei, offensichtlich PHP-basierte Software in wartbar und in schön zu programmieren und in zweckdienlich zu programmieren und entsprechend sinnvolle Ergebnisse oder bessere Ergebnisse zu erzielen. Bin auch so ein Open-Source-Mensch, deswegen auch auf so einer Konferenz wieder hier, habe das eine oder andere kleinere Tool geschrieben, 2 davon stehen auf der Slide mit drauf. Das soll reichen, ich will jetzt nicht zu viel Marketing produzieren. Der einzige wirkliche Slide ist noch der. Hintergrund dieser Idee, überhaupt diesen Talk zu machen, ist halt wirklich, dass ich wie man das halt davor gesehen hat, so ein bisschen der Security-Paranoiker bin und ich es jedes Mal, wenn ich irgendwo auf irgendeiner Webseite irgendeine Nachricht lese, ja, hier bei der und der Seite ist gerade wieder eingebrochen worden, da sind die Passworte geklaut worden, dass ich mir gedacht habe, es kann irgendwie nicht sein, dass wir versuchen, den Leuten klarzumachen, wie sinnvoll Passworte generiert werden sollen, also dass man nicht einfach nur irgendwie ein normales Wort verwendet und nicht irgendwie den Namen des Hundes oder sowas, sondern dass es halt irgendwie sinnvolles Passwort sein soll, was immer auch sinnvoll sein mag. Und dass die ganzen Entwickler da draußen, die irgendwelche tollen Webseiten bauen, irgendwie perfekt hinkriegen, Sachen kaputt zu machen. Also entweder indem sie die Passwörter verlieren, weil man auf irgendwie Datenbanken zugreifen kann, oder weil sie lustige Restriktionen einführen. Ihr Passwort ist zu lang, es enthält ungültige Zeichen, nein, diese Kombination an Buchstaben ist nicht erlaubt. Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht verifizieren will, wo man sich immer wieder fragt, was machen Leute mit diesen Passworten, um sie irgendwo zu speichern oder zu handeln oder keine Ahnung was. Aber ich muss Leuten trotzdem erklären, dass sie sinnvolle Passwörter sich ausdenken sollen. Das ist irgendwie ein Disconnect. Und ich habe überlegt, wie schon viele andere Leute auch, was zum Geier kann man tun, um Passwörter loszuwerden? Und das für mich eigentlich Schockierendste ist an der ganzen Tatsache, dass ganz viele Webseiten, wenn man Passwörter eingeben muss, ganz normal HTTP verwenden und kein HTTPS. Damit also schon mal alles schön offen durchs Netz pusten. Also wir schicken uns Passwörter per Postkarte, aber bloß nirgendwo aufschreiben, aber wir schicken es durchs Netz. Total okay. Nicht gut, offensichtlich. Also HTTPS verwenden, ein total logischer Schritt. Wenn man ein bisschen guckt, was HTTPS eigentlich alles so kann, stellt man fest, dass eine ganz coole Alternative zu Passworten eigentlich in Schlüsseln liegt. Weil genau wie der Server sich ja bei uns authentifiziert und authentifiziert und alle die ganzen Informationen über sich preisgibt durch die Zertifikate, das gleiche kann ich auch umgekehrt machen, nennt sich Client-Side-Certificate. Und das Praktische an den Zertifikaten ist, dass ich sie im Browser einfach direkt erzeugen lassen kann. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich muss den User nicht mehr damit belatschen, sich ein Passwort auszudenken, was ich auch noch merken soll, was er gerade eh wieder vergessen hat, wenn er es braucht. Ich kann auch das Speichern von Passworten auslassen, als Betreiber einer Seite, weil ich ja gar keine Passworte speichern muss. Ich habe ja gar kein Passwort. Jetzt sagen wir alle, ja, Zertifikate und das ganze Handling, ich meine, allein das SSL einrichten auf dem Server ist ja total kompliziert. Das kann ich ja keinem User zumuten. Ja, das ist richtig. Wenn man denn davon ausgeht, dass der User mit dem Zertifikatsgraf überhaupt irgendwas zu tun hat. Weil das Coole ist, und jetzt kommen wir nämlich auch gleich schon von den Slides weg, und sind entsprechend im Code-Kontext. Das Einzige, was man nicht machen muss, ist ein HTML-Formular bauen, in dem man sich zum Beispiel registrieren kann, wo man so ein Feld einbaut. Wir können einfach mal das, was da drüber steht, gerade kurz noch ignorieren, das ist das Einzige, was gerade relevant ist. Keygen ist ein HTML-Tag, der es original aber ins HTML5 geschafft hat, eigentlich aber schon total lange existiert, nämlich
von Netscape irgendwie zu Netscape Navigator 2 schieß mich tot Zeiten mal erfunden wurde. Also eigentlich nichts Neues. Aber mit HTML5 endlich mal Standard, das heißt eigentlich so ziemlich alle mehr oder weniger wichtigen Browser können das. Der IE kann es nicht, aber es gibt tolle JavaScript-Libraries, die das entsprechend quasi nachrüsten und die entsprechenden Microsoft-Libraries dafür verwenden, um genau das zu simulieren. Also auch da kann man es entsprechend benutzen. Das Coole ist, dass wenn man das als Dings da einbaut und dieses Formular abschickt, kümmert sich der Browser automatisch darum, dass ein Zertifikat erzeugt wird, das Zertifikat lokal gespeichert wird und der Public Key davon an den Server mitgeschickt wird. Jetzt kann ich auf dem Server dieses Public-Ding unterschreiben und das unterschriebene Ding wieder zurückschicken. Und damit kann ich sicherstellen, dass also auch entsprechend das Paar an Keys und mit Signierung und allem drum und dran im Browser gespeichert ist. Und habe auf der Gegenseite die entsprechende Information, dass dieses Zertifikat mit diesem User zusammengehört. Ziemlich einfach. Davon sieht der User original nichts, also fast nichts, weil was im Browser passiert ist, einmal ganz kurz geht so ein kleines Pop-up auf, das sagt Generating Key, wenn man das im Deutschen auch stehen mag. Dann geht das Pop-up wieder zu und dann kommt noch ein neues Pop-up, so ihr entsprechendes Zertifikat wurde gespeichert. Mehr passiert nicht. Also das ganze Key-Handling ist komplett weg und die Komplexität liegt auf dem Server. Wobei Komplexität eigentlich überschaubar ist, weil wirklich dramatisch viel muss ich auch nicht. Ich muss halt das Format, in dem dieses Key-Gen-Geraffel mir die Daten rüberschickt, halt verstehen können und muss halt die Signatur darunter schreiben. Ich muss das Ding unterschreiben. Okay, das kann man jetzt noch handeln. Das sind in dem Code, den man da drüben schon ein bisschen erahnen kann, ein paar Zeilen Code. Das einzig schwierige Teil ist wirklich dieser einzelne Bereich hier drin. Den ganzen Quadratsch, der teilt natürlich jetzt ein bisschen länger. Und dass man das halt hier aus diesem, das ist der Kram, den man von dem Keygen bekommen hat. Und das ist halt das signierte Teil, was man halt entsprechend als Zertifikat wieder zurückschickt. Können wir gleich mal ausprobieren, wie das Ganze entsprechend aussieht. Und das ist alles, was ich machen muss, um den User-Teil, also das entsprechende Handling, dafür zu sorgen, dass der ganze Kram auf dem im Browser funktioniert und dass ich die ganzen Daten auf dem Server habe, die ich für den User brauche. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist natürlich, dass ich den ganzen Kram, den ich hier erzeugt habe, und den entsprechenden Public Key davon bei mir lokal irgendwo speichern muss. Weil wenn ich den verliere, habe ich natürlich keine Information mehr, ob das der User noch wirklich ist. Aber das muss ich beim Passwort ja auch. Das Praktische ist, dass alles, was wirklich relevant ist, also Public Key ist ja nicht umsonst Public, ist beim User geblieben. Ich muss mich mit dem Speichern von dem ganzen Key-Geraffel gar nicht beschäftigen. Ich muss halt nur den Public Key irgendwo haben. Und wenn ich den verliere, gut. Oder wenn mir den jemand klaut, auch toll, aber ohne den Private-Teil ist es halt witzlos. Also ich könnte damit jemand anders einen Account woanders erzeugen, theoretisch mit dem Public-Teil, dann könnte jetzt da jemand mit dem richtigen Private-Key auch anmelden. Aber ich kann mich selber halt damit nicht gefaked irgendwo anmelden. Das heißt, es ist relativ schlau, relativ sicher. Was ich anfangs gesagt habe, ist, das Ganze mit den Zertifikaten und SSL und so alles ist ja nicht wirklich neu. Das gibt es auch schon seit diversen Jahren. Und auch Client-Side-Zertifikate gibt es schon ziemlich lange. Wie gesagt, Netscape 2 hat das mal als Tag eingeführt gehabt. Das ist das erste Mal, dass es nämlich im Browser eingebaut wurde, dass es Client-Side-Zertifikate gibt. Gibt es total lange und auch in ganz vielen verschiedenen Umgebungen, ganz verschiedenen Kontexten. Es gibt auch total viele Web-Services, die einen nur dann Zugriff gewähren, wenn man ein entsprechendes Zertifikat benutzt, um sich anzumelden. Also wirklich neue Technologie ist das alles nicht. Und das Praktische ist, auch für die Webserver ist es natürlich dementsprechend nicht neu. Und die Konfiguration im Webserver, in dem Fall jetzt ein Nginx, ist auch total trivial. Das ist der ganz normale Kram, den man halt macht, um SSL-Enabled-Server, also HTTPS, zu unterstützen. Das Einzige, was ich jetzt noch hinzufügen muss, ist quasi diese Zeile. Und das Optional sagt jetzt einfach nur, dass ich mal pauschal sage, okay, wenn du das Zertifikat hast, verwende es, wenn du es nicht hast, lass es halt bleiben. Das heißt, es ist jetzt nicht erzwungen in diesem Kontext, in diesem Beispiel, dass man sich mit dem Key anmelden muss, sondern es ist halt eine optionale Möglichkeit. Das heißt, ich kann es auch zusätzlich zu klassischen Passworten anbieten oder ich kann halt auch sagen, bestimmte Pfade sind entsprechend geschützt. Ich kann so einen beliebigen Location-Block bauen und sagen, alles, was in diesem Pfad ist, muss halt nicht nur optional, sondern entsprechend enabled haben. Das heißt, dieser Teil muss zwingend mit entsprechendem Key ausgestattet sein. Das ist original alles, was ich tun muss, um das zu erzwingen, dass dieser Key benutzt wird. Einziges Problem ist, dass ich im PHP davon noch nicht sehe. Und um das mitzukriegen, kann ich hier unten einfach weitere Parameter anführen und kann halt sagen, okay, ich will halt die Information, ob das Ding verified ist oder nicht, mitbekommen haben, weil das hier oben war ja optional. Das heißt, ich muss wissen, ja oder nein. Und wenn ja, kriege ich halt den, in dem Fall den DN-Teil als entsprechenden Wert mitgesetzt im Environment. Das heißt, ich habe dann entsprechend ganz normalen End für unseren Server-Lookup und kann nachgucken, welcher
ID-String, DN-String entsprechend im Key gesetzt gewesen ist. Das sind alles Daten, die ich beim Erzeugen entsprechend berücksichtigen kann. Das heißt, wenn man sich hier den Code nochmal anguckt, das sind genau die Daten, die man jetzt hier halt zusammenklebt. Das heißt, diese ganzen Daten kriege ich dann klassisch im DN, O und so weiter, wie man halt so Key-Informationen ausliest. Das Spannende ist, das, was ich jetzt hier mache, ist so ein bisschen Handarbeit. Hintergrund ist, dass man dieses SPKAC-Format, was die da verwenden, um dieses, was in dem Keygen-Geraffel da geschickt wird, direkt zu verarbeiten. Das ist irgendwie in PHP nicht so ganz trivial möglich. Deswegen wird das so ein bisschen umgebaut und umformatiert. Und dann halt entsprechend hier an ein OpenSSL-Kommandozeilenprogramm weitergereicht. Also an dieser Stelle. Mit PHP 5.6 gibt es native PHP-Funktionen, das heißt die Möglichkeit, dieses SPKAC-Format zu lesen und zu verstehen, ist entsprechend eingebaut worden. Ich habe auch Testcode dafür gebaut, allerdings funktioniert der irgendwie noch nicht so ganz. Also entweder ist das die Implementierung noch buggy oder ich mache irgendwas falsch, was ich noch nicht verstanden habe. So geht es auf jeden Fall stabil. Das andere ist ja auch noch gerade noch so im RC-Werden. Durchgehen sollte es auch funktionieren. Ich kriege das Unterschreiben auf jeden Fall nicht hin. Den Key zu lesen ist kein Thema, das kriege ich hin, aber das Unterschreiben kriege ich irgendwie noch nicht gebacken. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, was ich gerade noch nicht verstehe. Nichtsdestotrotz, dem ist das noch ein Tick einfacher sein. So gut, so einfach. Einziges Problem, was man theoretisch dabei jetzt hat, wenn ich das jetzt so erzeuge und der Key ja in dem Browser gespeichert ist, dann ist quasi das an diesen Browser gekoppelt. Das heißt, wenn ich einen anderen Browser verwenden will, habe ich ein Problem. Wenn ich ein anderes System verwenden wollen würde, habe ich ein Problem. Das ist die spannende Frage, habe ich das wirklich? Zum einen kann man natürlich jetzt sagen, ja, wenn ich weiß, wie das alles funktioniert, kann ich den Key einfach exportieren und dann entsprechend einen anderen Browser wieder importieren. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Wenn ich ein Betriebssystem habe, das einen allgemeinen Passwort- und Key-Safe hat, ist das von selbst erledigt, weil dann ja alle Systemkomponenten mit diesem Passwort-Safe und diesem Key-Safe reden. Das heißt, ich habe eh nur eine Stelle, wo der ganze Kram gespeichert ist. Aber wenn ich jetzt ein anderes Gerät habe, wird das schon nicht mehr funktionieren. Ja, anderes Gerät. Jeder, der irgendwelche Google-Dienste verwendet, wird es vielleicht schon mal ausprobiert haben oder gemerkt haben, dass man für alle möglichen Komponenten und Geräte sich entsprechende individuelle Passworte erzeugen muss. Und das ist total okay. Leute finden das total super, dass sie für jedes Gerät ein eigenes Passwort erzeugen. Also scheinbar, sonst würde Google das ja nicht machen und alle Leute wären glücklich mit Google. Ja? Ich habe so gesagt, wie groß ist der Nerd-Anteil von Leuten, die das macht? Also macht das irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel meine Mutter, mein Vater, ne, dass die werden dann auch sagen, Passwort reicht, also wie kriegen die Leute dazu, diesen weiteren Schritt zu gehen? Also die Frage ist, ob es ein weiterer Schritt ist. Wenn du sagst, das ist der einzige. Security ist eine Hürde, keine Frage. Die Frage ist, wie viel Sicherheit willst du? Das ist halt eben das Problem, muss man das irgendwie so abwägen. Das Problem ist halt, irgendwie will man nicht Sicherheit so gestalten, dass es für mich als User weniger wahrnehmbar ist. Also idealerweise, weil ich meine, wir hier im Raum können das alle, wir finden auch Sicherheit, alles total toll. Wir generieren unsere Features, aber was ist mit den anderen 80% der Leute, die das Internet benutzen? Klar. Klar. Logisch. Spannend. Ich bin voll bei dir. Der Witz ist, wenn du dir Google ein Paradebeispiel anguckst, die haben, wenn du zum Beispiel deren Mail-Krams verwenden willst und dann mit einem klassischen Client drauf zugreifen willst, was immer dieser Client auch sein mag, musst du dir für dieses Device und für diesen Client entsprechende quasi Einmal-Passworte, also genau für diese eine Anwendung, konfigurieren. Das ist ein Overhead, der offensichtlich okay ist. Also sonst würde Google das so nicht machen. Das erhöht die Sicherheit ziemlich drastisch, weil es halt, wenn du einen verlierst, ist halt nur dieses eine Gerät weg. Ja, das gesehen. Weil da halt auch wieder die Sache ist, wie viele Leute verwenden dann E-Mail über die Web-Oberfläche und wie viele tatsächlich über die dedizierte Mail-Client. Gut, sobald ich ja irgendwie jetzt ein Telefon habe und das jetzt vielleicht nicht vorkonfiguriertes Android ist, wo alles schon drin steckt. Aber das ist ja für die meisten Leute der Fall. iPhone ist ja genauso.
Klar, aber dann ist ja auch genau die ganze Konfiguration, dass die ganzen Passwortsachen gehandelt werden können, auch mit drin. Das kannst du mit den Zertifikaten genauso machen. Der Clou ist, dass du es dir nicht mal merken müsstest. Also der Unterschied mit dem Zertifikat und dem Passwort ist, das Passwort muss ich mir selber merken, das Zertifikatsgrafik kann ich automatisieren. Das muss keiner verstehen und kennen. Ja, aber wie kriege ich jetzt zum Beispiel mein Zertifikat von meinem Desktop-Browser auf mein Device? Brauchst du nicht, das ist der Clou. Genau wie Google dir verschiedene Passworte für die verschiedenen Devices macht, kannst du dir für jedes Device ein eigenes Zertifikat erzeugen. Okay, wie auch nicht, dann würde ich dann eindeutig hier in unserer Super. Das Problem ist ja auch, zum Beispiel, ich habe einen Rechner mit einem Benutzer-Account, aber der Browser wird von selber neu verwendet. Bei einer klassischen Website kann ich mich normal auslaufen, verhindere ich das, dass zum Beispiel. Also klassisch auslaufen kannst du dich hier auch? Mein Zertifikat verwendet. Also das ist für jede Person einzeln. Okay, wir gehen gerade zwei Themen weiter. Er hat gerade eben noch eine Frage gehabt. Passt die da gerade jetzt noch rein oder ist das schon? Ja, das war nicht eher so eine Frage. Bei Google ist es so, dass man das ist ja auch so gekommen, wenn man mal Zeitmarkt macht. Dann gibt man diesen selbstständigen Passwort oder den einzigen Passwort. Klar. Aber wenn man nicht auch sagen, dass ich das Passwort mache. Klar. Aber das Zwei-Faktor-Ding ist ja eh gerade so ein für alles und nichts. Ich meine, selbst die ganzen Spieler, die World of Warcraft spielen, also welche dabei sind, müssen ja inzwischen quasi mehr oder weniger zwangsweise, wenn man halbwegs sinnvoll mit denen arbeiten will, Zwei-Faktor anmachen. Ja, aber ich sag mal so, der Durchschnittsnutzer, ich versuche das auch immer irgendwie ein bisschen vorarbeiten, aber die meisten Leute benutzen ja schon Zwei-Faktor. Dann eben da manchmal in Google und so. Klar. Dass das ein Sprung ist, dass das ein bisschen was anderes ist, ist keine Frage. Das kann man alles weiter konfigurieren. Das ist jetzt nur so ein einfaches Beispiel, was ich jetzt gebaut habe. Weil das Problem ist, dass die meisten Leute, wenn du das eingebaut hast, dann spielt das halt irgendwo aus dem Netz. Klar. Logisch. Also der Witz ist, dass wenn du das Keygen-Ding einbaust, hast du hier genau die Optionen aus dem Browser heraus. Sogar, dass der Projektor oder die Zeitung mal ein bisschen abschneidet. Können das ja ein bisschen weiter drüber schieben. So, kann man es vollständig sehen. So, okay. Zurück zu deinem Punkt. Also der Clou ist von den Zertifikaten, wie gesagt, für mich, zumindest ist es jetzt noch nicht die einzige Lösung, es ist nur eine, die mir persönlich ziemlich cool gefällt. Ist halt, ich kann beliebig viele Zertifikate erzeugen und die ja einem User mappen, weil ich habe ja einen eindeutigen Bezeichner für das Zertifikat. Ich muss jetzt hier in dem Beispiel aber nur irgendein Feld, wo ich jetzt irgendeinen Wert reinschreibe. Die Tatsache, das ist ja jetzt auch nicht zwingend das Einzige, was ich angeben muss. Ich kann ja noch weitere Informationen mit reinschreiben oder irgendeinen Prefix mit reinschreiben, was ich mir ausdenke, um das quasi hinterher mappen zu können. Die Tatsache, dass ich mehrere Keys habe, die zu einem User gehören, ist ja bei PGP jetzt auch nichts Geheimnisvolles. Ich kann ja beliebig viele Keys haben, die alle zu mir gehören. Dass ich irgendwo mal ein Map brauche, um das zuzuordnen, ist klar. Aber das Mapping hat jetzt mit den Zertifikaten alleine erstmal nichts zu tun. Und ich habe erstmal nur ein Zertifikat, das ist erstmal an sich eindeutig. Und dass ich das dann zu einem User zuordne, den ich in meiner Datenbank oder sonst wo gespeichert habe, ist eine neue Baustelle sozusagen. Also ich kann wirklich viele Zertifikate erzeugen. Zumindest mal in der Theorie. Ja, gut, aber dann habe ich dann das Problem, dass ich das weitermache. Genau, ich muss ja trotzdem das dann irgendwie vermitteln. Ich kann ja jetzt aus Anwendungssicht meinem Benutzer nicht verkaufen. Gib dir mal deinen Benutzernamen ein und dann ordne ich das automatisch zu. Dann kann das ja jeder machen. Du hast deinen Private Key bei dir. Ja, genau, aber wenn ich muss ja das Mapping zur realen Person auf dem Server machen. Klar. So, und wie mache ich das? Beim Registrieren-Prozess, logischerweise. Nochmal. Wenn du dich registrierst, wenn du deinen Account anlegst, Oder deine Account-Verwaltung zum Beispiel, also zum Beispiel StartSSL macht das auch, wenn du das jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, zum Beispiel, weil das eher so eine Geek-Anwendung ist. Wenn du dann Zertifikate verwalten willst, kriegst du von denen ein Client-Side-Zertifikat. Und du musst dich dann halt bei denen mit einem gültigen Zertifikat anmelden, um deinen Account verwalten zu können. Wenn du weitere Zertifikate oder sowas hinzufügen willst, musst du halt einmal angemeldet sein mit einem gültigen Zertifikat. Oder dir zusätzliche Einmal-Tokens erzeugen, um dann entsprechend mit diesem zusätzlichen Einmal-Token quasi ein weiteres Passwort auf einem neuen Gerät hinzuzufügen. Das ist dann zwar auch theoretisch gesehen ein Passwort, aber da das ein Einmal-Use ist, ist das nicht so ein Ding, was du dir merken musst und was du verlieren kannst. Zertifikat hinzufügen will, muss ich zwangsläufig Zugriff auf das ursprüngliche Gerät im ersten Zertifikat Zugriff haben. Zum Beispiel, genau.
muss halt deinen Account verwalten. Das ist anderes Denken. Ob das jetzt besser ist, weiß ich noch nicht. Es ist erstmal anders. Und es löst das Problem, dass du dir Passworte merken musst oder dich irgendwann mit Passworten beschäftigen musst. Weil das halt als Technologie komplett wegfällt. Was jetzt perfekt ist, keine Ahnung, das sind einfach nur Lösungswege. Es gibt noch einen zweiten Lösungsweg, den wir gleich noch diskutieren, wenn wir noch ein bisschen Zeit dafür haben. Und jetzt sieht das ganz gut aus. Da war noch gerade ohne Meldung. Okay, da noch eine Meldung. Ja. Also einmal die Sache, das heißt, wenn ich mich registriert habe mit einem Gerät und die Festplatte geht kaputt, dann komme ich nicht mehr in meinen Account rein. Ja. Und das heißt auch, ich die reale Anwendung, irgendwer hat sich im Internetcafé registriert, ist auch eine Sache, es bleibt dann im Browser drin und ein anderer könnte sich damit anmelden. Ja, Internetcafé ist in der Tat ein Problem. Das ist übrigens auch auf andere Sicht ein spannendes Problem, weil die Tatsache, dass du dich an einen Rechner setzt, den du nicht kontrollierst und da deine persönlichen Daten eingibst, macht es jetzt auch nicht wirklich besser. Ja, wird aber trotzdem machen. Ich muss davon ausgehen, dass ein Benutzer das macht. Ja, schon klar. Ich will das Problem nicht wegdiskutieren. Ja. Das Problem ist da, gar keine Frage. Der Witz ist nur, dass das bei den Passworten eigentlich noch viel schlimmer ist, weil was auf dem Rechner läuft, Keylogger und so weiter, weiß ich ja auch nicht. Ja, natürlich. Wohingegen jetzt quasi da temporär quasi in Anführungszeichen ein Zertifikat zu erzeugen und hinterher zu sagen, ja, nee, vergiss es, das kannst du wieder löschen, also die Freigabe sozusagen wieder wegzuschmeißen, die ich meinen Account verwalte. Mhm. Ich habe mich jetzt irgendwo angemeldet gehabt und das will ich jetzt nicht mehr erlauben, ist einfacher zu handeln, weil du ja dieses Gerät explizit ausschließen kannst, als wenn du jetzt ein Passwort hast, das du dahinter ändern musst an allen Stellen, wo du das Passwort verwendet hast. Weil du gerade nur einen Token hast, den du überall benutzt. Also, ja, es ist komplizierter, es ist anders, du musst darüber nachdenken. Internetcafés oder allgemein gescherte Rechner sind ein Problem. Persönlich gescherte Rechner allerdings lustigerweise finde ich jedenfalls nicht, weil jedes Frühsystem das entsprechend sinnvoll Accounts verwalten kann. Also wenn ich jetzt quasi zu Hause meinen Rechner habe und das ist so ein automatisches Login und alle benutzen den gleichen Account, dann habe ich natürlich verloren. Wenn ich aber sage, ich habe jetzt meinen eigenen Passwort-Safe, und wenn ich zum Beispiel jetzt in Firefox das Ding jetzt hier abschicken würde, würde er das ja in KeySafe mit speichern. Der ist nehmen wir mal mit dem Masterpasswort geschützt. Okay, ein Passwort, den man vielleicht doch noch merken muss. Oder ich habe halt eine Smartcard, wo ich das entsprechend alternativ verwenden kann. Ja, dann ist aber trotzdem, dass dieser Passwort-Safe ja meinen Key beinhaltet. Und wenn ich den jetzt frei benutzen kann, habe ich halt ein Problem, klar. Wenn ich mehrere Leute auf einem Rechner habe, haben die sinnigerweise eigene Accounts, also hat jeder seinen eigenen Passwort-Safe. Und auch das kann man entsprechend sinnvoll umgehen. Aber ich habe es gerade eben schon gesagt, wir können einmal ganz gucken, wie das jetzt gerade kurz aussieht, wenn ich das jetzt hier irgendwie eintrage. Ah, ich bin offline, okay. Gucken wir mal, ob wir hier kurz ein Netzwerk haben. Ja, wir haben ein Netzwerk. So, jetzt habe ich hier schon irgendwelche anderen Zertifikate, das brauche ich alles gerade noch nicht. So, das ist genau das, was man halt eben sieht. Und damit habe ich jetzt mein Zertifikat einem entsprechenden Browser hinterlegt. Und das ist jetzt alles mögliche, was hier im Environment steht. So, und wenn ich jetzt abgemeldet bin, kann ich jetzt hier meine entsprechenden Keys auswählen, welchen ich verwenden möchte, zum Beispiel den. Dann muss ich halt meinen Passwort-Safe dafür freischalten. Und jetzt taucht halt hier das entsprechende Verified Success auf, das heißt, der entsprechende SSL-Check hat funktioniert. Und hier ist halt der DN von dem, was ich halt erzeugt habe, dass die ganzen entsprechenden Key-Daten da sind. Und aus dem heraus jetzt entsprechend den realen User zu mappen, der bei mir im System steht, sollte jetzt nicht so dramatisch schwer sein. Okay, soweit der SSL-Teil. Das habe ich schon zwei, drei Mal gesagt. Ich hatte immer noch dass ich das Passwort für meinen Passwort-Safe eingeben musste. Und es ist immer noch so, dass ich ja den ganzen Zertifikatskram brauche. Das Schöne ist, dass dieser ganze Zertifikatskram komplett ohne zusätzliche Hardware auskommt. Das heißt, man kann es theoretisch auch auf dem Internetcafé verwenden und hinterher einfach wieder sperren, dass man diesen Account nicht haben will.
natürlich jetzt ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Wenn ich jetzt ein Telefon habe, wo ich mich einloggen muss, um den Account zu verwalten, damit ich den Key freischalten kann, ist natürlich so ein bisschen, ja, es ist nerviger. Ich sehe es ein. Aber es ist halt auch sicherer. Es ist halt immer so ein bisschen das Problem. Auch die PINs, die man oft für Bezahlung mit elektronischen Sachen eingeben muss, sind ja nervig, wenn es einfach mal eine Karte irgendwo hinhalten und gut ist. Sollte fragen, wie viel Sicherheit man haben will. Es gibt ein weiteres Ding, was ich jetzt auch mit habe, kann man, glaube ich, nur ganz schwer erkennen. Das ist so ein kleiner Key, der nennt sich YubiKey. Ich weiß nicht, ob jemand kennt. Hat jemand so ein Ding? Okay, cool. Das heißt, ihr kennt das alle schon. YubiKey ist in dem Falle eine Firma, die genau dieses Teil halt eben herstellt und alles, was an Software damit zusammenhängt, Open Source auch auf GitHub rumliegen hat. Das Coole ist, das Ding simuliert eine Tastatur. Das heißt, wenn ich das reinstecke und auf den Knopf, den man hier vielleicht so erkennen kann, draufdrücke, kommt halt eine Code-Einspielung, die halt wie eine Tastatureingabe aussieht. Das heißt, ich muss mir das Passwort auch nicht merken oder was immer das Ding halt auch erzeugen will oder soll. Das Praktische an dem Geraffel ist, dass wenn man das reinsteckt, gibt es so ein mehr oder weniger tolles tolle Extra-Software für, die man konfigurieren kann, wie das Ding aussehen soll. Das Ding hat so mit 2 Slots, soll jetzt kein Marketing-Ding für YubiKey werden, aber das Ding hat 2 Slots, die man entsprechend frei konfigurieren und belegen kann. 2 Slots deshalb, weil ich auf diesen Knopf, den man hier oben auf dem Bild sehen kann, einmal kurz drauf tippen kann oder halt länger gedrückt halten kann. Damit habe ich diese beiden Modi. Und was ich jetzt für mich zum Beispiel nutze, ist, ich habe auf dem Slot 1, also einmal kurz drauf tippen, ein statisches Passwort, das eine recht lange Zeichenkette ist. Ich kann mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man das erzeugt. Man kann hier entsprechende Länge angeben, wie viele Zeichen das sein sollen. Zum Beispiel irgendwie 64. Und dann kommt da Generate, dann kommt da so eine Zeichenkette bei raus. Das kann man jetzt als impliziert Zwei-Faktor-Authentifizierung missbrauchen, weil das Ding halt beim statischen Teil immer dieses genaue Ding verwendet. Wenn man sich diesen Teil nämlich nicht merkt und auch nicht merken muss, kann ich mir jetzt ein vermeintlich unsicheres Passwort merken, also auch vielleicht einfach nur ein ganz normales Wörterbuch oder irgendeinen Namen oder sowas und das als quasi zweiten Teil hinten dranhängen oder davor stehen, wie man es halt haben möchte. Genau das mache ich halt für meine Festplattenverschlüsselung. Das heißt, mein System hat ganz normal Linux mit entsprechender Festplattenverschlüsselung da drauf und das heißt, zum Starten des Systems brauche ich diesen Key inzwischen, um genau diese lange Zeichenkette plus ein Passwort, den ich mir jetzt gerade noch so gemerkt habe, okay, Passwort enthalten, vielleicht ein bisschen blöd, aber zumindest nicht mehr so ein komisches langes Ding, was total schwer ist, sondern halt nur einen einfachen Teil, den ich mir merken kann, plus diesen entsprechenden Code, das zusammengesetzt ist dann der entsprechende Passphrase für die Verschlüsselung. Das Zweite, was man machen kann, was eigentlich noch viel cooler ist, ist das OTP, das sind One-Time-Passwords. Eigentlich würde ich das eher als Token, also warum das Ding Passwort heißt, weiß ich nicht, aber egal. Das Coole an den Teilen ist, das ist dann so eine Kette und die ersten 12, das müsste ungefähr 12 sein, Zeichen sind statisch. Und was technisch dahinter passiert, ist, dass es eine AES-Code-Generierung dahinter ist, die in diesem YubiKey-Konfigurationsteil auch entsprechend angelegt werden kann. Und dieser Prefix davor, diese 12 Zeichen davor, sind halt die eindeutige Kennung für diesen Stick, so also die entsprechende Konfiguration auf diesem Stick. Das heißt, auch das kann ich entsprechend benutzen, um einen entsprechenden User wiederzuerkennen, weil das quasi der Username in Anführungszeichen ist. Und der Rest ist halt ein entsprechend generierter Token-Teil, den man in dem Falle jetzt entweder mit einem eigenen Server oder mit einem von YubiKey bereitgestellten, also YubiKo bereitgestellten Server, Webservice in dem Falle, verifizieren lassen kann. Da gibt es auch ein entsprechendes Client-Programm für. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen alten Key, den ich gestern beim Testen mal benutzt habe, verwende, dann kommen da entsprechende Fehlercodes bei raus. Also Return, das ist für dieses Beispielprogramm. Oder wenn ich es halt mit einer entsprechenden API verwende, kriege ich halt die entsprechenden Antworten, ob der Key schon mal benutzt wurde, also dieser Token, oder ob er überhaupt gültig ist oder nicht. Dass ich kann mir von dem Key das entsprechende Ding schicken lassen. Ja, das ist eine ganz normale Tastatureingabe.
schicke das an den entsprechenden Yubi-Service oder meinen eigenen, auch der ganze Sourcecode für den ganzen Service-Kram liege ich offen vor. Das heißt, wenn ich meinen eigenen Service verwenden will, kann ich das entsprechend auch tun. Kann sehen, ob der Token entsprechend gültig ist und wenn ja, die ersten 12 Zeichen davon quasi abschneiden und das als Authentifizierungsmerkmal nehmen, um dann entsprechend die realen User-Daten bei mir im System zu finden. Finde ich auch eine sehr praktische Sache, weil es für mich die Möglichkeit, gerade auch mit den zwei Modi, statische Passworte, wo ich sie immer halt brauche, das heißt, ich habe einfach zu merkende Passworte plus diesen komplizierteren Teil auf der einen Seite und eben diese Einmal-Passworte auf der anderen Seite mit dem entsprechenden Identifizierungsmerkmal für den entsprechenden User und kann damit jetzt entscheiden, wie viel Sicherheit in Anführungszeichen ich wirklich auch auf meinem System haben will, weil ich kann mir natürlich ganz viele verschiedene Varianten überlegen. Ich kann überlegen, dass ich nur diesen OTP-Token verwende, weil da ist ja schon eine User-Information mit drin, durch die Eindeutigkeit dieser ersten 12 Zeichen. Ich kann überlegen, dass ich sage, okay, ich will einen expliziten Usernamen haben und diesen Token, weil dieser Key geklaut wird, habe ich das Problem, dass jetzt quasi jeder ja anmelden könnte, wenn er den Usernamen dazu weiß, natürlich auch, also kann ich mit drei Sachen arbeiten, habe ich nämlich nur die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich habe einen Username und ein normales Passwort und ich brauche halt diesen Token und dieser 12 Zeichen-Prefix muss halt auch zu dem User passen. Also es wird schon relativ kompliziert, dass zu umgehen, das User entsprechend zu missbrauchen. Das finde ich einen ziemlich coolen Weg, weil ich mir dann mich auch vermeintlich unsichere Passworte merken kann, weil die Kombination aus diesen beiden Dingen es ja eigentlich sicher macht. Das heißt, das, was man Leuten immer erklärt hat, das muss ein total kryptisches Passwort sein. Und wenn man die Kryptografen fragt, dann sehen Passworte ja klassischerweise so aus. Und dass sich das irgendjemand merken kann, ja, also die Chance dürfte eher gering sein. Aber so sehen angeblich sichere Passworte aus. Das würde ich mir auch nicht merken wollen, keine Chance. Also ich kann jetzt versuchen. Das ist ja gefunden, dass es halt nicht bei Android funktioniert, weil da diese ganzen Zweitwesen bei Passwort werden automatisch aktiviert sind. Ja. Aber schön lange Passwort, das ist eigentlich auch der Witz, wenn man sich anguckt, alle, wo Kryptografie eine Rolle spielt, heißt es ja auch nicht Passwort, sondern Passphrase. Das kommt ja genau mit dem Beispiel auch passend hin, wenn man sich dann den ganzen Satz merkt. Und man kann ja auch eine ganze Geschichte hinschreiben. Und solange es halt einfach mehr Daten sind, ist halt auch das Nachberechnen entsprechende neu finden, halt eine Ecke schwierig geworden. Definitiv. Das Coole an den Einmalpassworten im Verhältnis dazu ist, dass ich halt auch mit allen gängigen Angriffsmethoden eigentlich kaum eine Chance habe, weil ich habe ja nur einen einmal gültigen Token, der muss halt auch noch entsprechend sinnvoll kryptografisch passen. Das ist halt mit einem klassischen statischen Passwort, egal wie lang oder kurz es sein mag, im Worst Case ist es ein Brute Force Attack, also ich muss ganz viele Requests dagegen werfen und gucken, ob es irgendwann mal gültig ist. Es wird jetzt natürlich bei entsprechend, keine Ahnung, 5 Worten mit jeweils 10 Zeichen irgendwann echt Arbeit, die alle Zeichenkombinationen durchzugehen. Aber wenn man weiß, dass es Worte sind, kann man bestimmte Zeichenkombinationen ausschließen. Also dann kann man ja nur quasi die Original-Dictionary Words verwenden. Dann ist eine Frage, welche Sprache das ist. Und ein Wörterbuch, so, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Wörter, mehr hat eine Sprache normalerweise nicht. Das ist also auch überschaubar viel Aufwand, das einfach durch Brute Force auszuprobieren. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. So, die perfekte Lösung will ich gar nicht behaupten, dass ich sie gefunden hätte. Einfach nochmal zwei Möglichkeiten, die mir jetzt so persönlich bekannt sind, die ich persönlich ziemlich cool finde. Ich habe auf ganz vielen Diensten für mich, die ich selber für mich konfiguriert habe, das entsprechend mit Client-Side-Zertifikaten gemacht. Es ist klar, dass das nicht überall funktioniert. Gerade so ein Gerät, wo man so ein Zertifikat gar nicht erst eintragen kann, weil es gar nicht vorgesehen ist. Ganz viele Telefon-Apps sagen halt nur, gib uns das Passwort ein, dann kann ich gar keinen Key erzeugen. Das geht halt einfach mal technisch nicht.
aufgrund der Art, wie es in der App implementiert ist, nicht, weil es das System dahinter nicht könnte. Was auch ganz spannend ist, um wieder ein bisschen implizit Werbung für diese YubiKeys zu machen, die übrigens echt nicht teuer sind, gibt auch ganz viele andere Hersteller, die das auch herstellen. Das Ding hat auch noch ein NFC mit drin, das heißt, ich kann auch das noch ans Telefon halten und das quasi dann da als Tastatureingabe mitschicken lassen. Wenn ich dann entsprechend die App drin habe, dass er das entsprechend versteht, kann ich das halt auch als Tastatureingabe mappen. Das heißt, auch der Token oder das Passwort, was hier draufsteht, kann ich halt auch auf dem Telefon quasi eingeben lassen, weil ich einfach als Pseudo-USB oder in dem Fall NFC-Tastatur mitschicke und entsprechend die Eingabe damit reinkopieren kann. Auch da habe ich dann quasi zwei Faktoren. Ich habe das Telefon und ich habe diesen entsprechenden Stick oder den entsprechenden Chip. Es gibt es, wie gesagt, von verschiedensten Herstellern. Ich persönlich finde halt YubiKey in dem Falle oder YubiKo als Firma ziemlich praktisch, weil die halt alles an Software Open Source haben. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, was auf den Dingern passiert und habe, wenn ich denn will, die volle Kontrolle über alle Sachen. Das ist für die Security-Paranoiker unter uns immer ganz spannend und hilfreich, wenn man nicht auf die Cloud vertrauen muss, sondern den ganzen Kram auch komplett selber machen kann, wenn man es denn möchte. Ja? Ist die Hardware dann auch Open Source? Die Implementierung, also die Firmware, haben Sie irgendwo mal gezeigt, was die da genau tut? Die Hardware selber habe ich jetzt auch noch nicht weiter gesehen oder geguckt. Aber das Ding kostet irgendwie $40 oder sowas. Also das ist überschaubar. Aber das Ding schickt halt nichts weg. Also das ist halt eine Tastatureingabe. Ja, gut, das hängt davon ab, was die Firmware macht und klar. Welche Hardware davon ist. Ich muss ja auch sogar die Hardware kontrollieren, dann kann ich noch zusätzliche Tastaturen. Logisch. Oder nur eine. Ja, klar. Ja, wie kommst du an eine Platte, wenn das Ding kaputt ist oder verloren? Wenn ich jetzt gar kein Netz irgendwo mehr habe, gar nicht. Wenn ich irgendwo Internet habe, wo ich mich ganz normal in irgendeinem anderen System anmelden kann, kann ich auf dem... Ist nicht komplett die Platte verschlüsselt, sondern was? Nein, nein, die Platte als solches ist verschlüsselt. Ich komme an diesen Rechner nicht mehr ran, wenn ich diesen Key verliere. Aktuell. Du gehst dann über ein Smartgerät. Aber ich kann, ich habe die Daten, also wie gesagt, das ist, ich habe den Static Password Phrase, das so 64 Byte sind. Als Teil des Keys für die Verschlüsselung, aber dann kann das natürlich auch auslesen und irgendwohin sichern. Und ich habe die Daten natürlich auf einem Backup, was entsprechend mit einem PGP-verschlüsselten File die Daten drinstehen hat. Aber wie kriegst du das dann zum richtigen Zeitpunkt ins Gerät, wenn du den Key nicht schaffst, den YubiKey, also quasi die Hardware? Oder ja gut, das Ding simuliert eine Tastatur. Also im Zweifelsfall kann ich mir das aus dem Backup von einem anderen System aufmachen und dann eintippen. Also das ist halt... Deswegen ist es halt kein spezielles Verfahren, irgendwas, was du nicht mit der Tastatur quasi nachbauen kannst. Du brauchst halt nur 10-mal so lange, weil findet sich Byte eintippen, braucht halt eine Minute. Und danach halt einen neuen Key mit dem gleichen Wert zu programmieren, ist jetzt halt auch kein großes Thema. Also ja, ich habe mir schon gedacht, wenn das jetzt weg wäre, dann gar nicht rankommen, wäre echt fatal. Aber das ist halt quasi ein Backup, in dem Fall, dass das, was da in dem Key drinsteht, ist halt als Textdatei, in dem Fall auf dem Server von mir, PGP-Verschlüssel gespeichert, das heißt, wenn ich den Passphrase dafür verliere und den Key, habe ich halt ein Problem, weil dann weiß ich nicht mehr, wie ich an den Key komme. Aber gut, zwei Dinge auf einmal verlieren, ist halt auch schon ein bisschen blöd. Ja, man könnte sie auch noch ausdrucken und irgendwie Sound abnehmen. Ausdrucken ist aber irgendwie so 80er, oder? Ja, wir auch in Safe legen. Ja, klar, könnte man natürlich auch tun. Ganz spannend ist, dass ganz viele Firmen inzwischen diese YubiKeys oder ähnliche Devices einsetzen. Ganz früher waren es ja immer toll, diese RSA-Tokens, die man irgendwann mal gesehen hat, wo man dann irgendwelche Zahlen von ausgehend eintippen muss. Das Eintippen fällt halt weg, weil das die Tastatur simuliert. Ich glaube, die Linux-Entwickler setzen das jetzt gerade aktuell ein, dass man, wenn man Commits in den Kernel machen will, muss man halt mit so einem YubiKey sich entsprechend authentifiziert haben, dass der Commit wirklich von einem selber ist. Also auch da sind die klassischen Passworte, um sich wo uns da ja auch schon Keys waren, in dem Fall die SSH-Keys, halt nochmal obendrauf abgesichert. Man kann nämlich auch den ganzen PAM-Linux-Security-Kram auch mit dem Key verknüpfen. Das heißt, ich kann also komplett alle Anmeldungen durch diesen Key durchlaufen lassen. Also man kann schon ganz viel mit diesem Zeug machen und kann Passworte relativ stark ausrotten. Ob die jetzt komplett für immer auf allen Ebenen verschwinden, will ich gar nicht unbedingt behaupten. Aber man kann eine ganze Menge an Passworten Notwendigkeiten und Passwort merken, ich will das mal eliminieren, weil man den ganzen Kram in diese Hardware auslagern kann. Und ja, das Einzige, was jetzt für die richtigen Paranoiker in der Tat überbleibt, ist, dass ich, wenn ich die Hardware noch nicht angeguckt habe, was da ernsthaft drin passiert, ja, okay, ich weiß nicht, was ich da wirklich in den Rechner stecke, aber das weiß ich, wenn ich jetzt einen USB-Stick gekauft habe, im Laden ja genau genommen auch nicht. Aber das ist zumindest mal nicht schlechter. Und vielleicht ist das Ding halt nur Daten, also es kann ja nicht wirklich was tun, ich kann mich ganz normal am System damit anmelden. Also ich nutze das, wie gesagt, primär mit dem Static-Passwort für die Verschlüsselung.
da läuft halt noch nichts an dem System, dass es mit irgendwas kommunizieren könnte. Und danach zieht man dann ja auch wieder ab. Also ich habe als original überschaubar großes Risiko, was ich so mal glaube, was da passieren kann. Okay. Das sind so die beiden mir bekanntesten, besten Alternativen. Es gibt natürlich jetzt genau nach dem gleichen mit dem One-Time-Token-Geraffel auch von Google und anderen Leuten das. Das ist der Google Authenticator macht das im Endeffekt genauso. Du hast dann halt entsprechende Apps, die ich auf dem Telefon installieren muss, oder entsprechende Software. Vom Prinzip her ist das, was man mit den Tanz so gemacht hat, oder mit den iTanz und wie auch immer die Banken gerade nennen, das Gleiche. Wenn ich heute eine SMS-TAN, da heißt das, glaube ich, bei den meisten Banken kriege, auch das ist vom Prinzip her ja ein One-Time-Token, der generiert wird, nur halt über ein anderes Medium geschickt wird. Das Praktische ist, wenn ich das halt in so irgendeine Art von Key habe, dass ich halt den ganzen Eingabescheiß los bin. Und das finde ich persönlich genau dieses Ziel. Wir wollen es den Nutzern ja einfacher machen und nicht komplizierter. Wir wollen sie nicht dazu zwingen, sich solche Scheiße ausdenken zu müssen und auch noch merken zu müssen. Und wir müssen den ganzen Kram auch nicht mal speichern. Weil wir kriegen alle Daten on demand immer wieder neu erzeugt. Das heißt, erst wenn diese Information verloren gehen würde, ist es halt ein Einmalwert. Das heißt, beim zweiten Versuch, das zu benutzen, würde es schon nicht mehr funktionieren. Für meinen Geschmack ein ziemlich cooler Weg, um Passworte zumindest mal einzuschränken in der Benutzung. Okay, wir haben noch eine knappe Viertelstunde. Weitere Meinungen, Kommentare? Ja. Ja, ich glaube, es kommt ja auf das Umfeld an. Also wenn man die Karte anguckt, ich glaube, das ist Umfeld, hat man erst einen Haufen ungewöhnliche Rechte und zweitens viele Leute, die alle jeweils einen eigenen Rechner haben. Ich glaube, da könnte das irgendwie, wenn das entsprechende Policy gibt, vielleicht eine Firma gibt, wo sie vielleicht nachlesen können, wie es geht, wo man die Leute halt auch ein bisschen minimal abfüllen, wenn es eine Frage gibt, weil wenn es halt schon ein Passwort gibt, dann du kannst den Key ja mitnehmen, also theoretisch gesehen kannst du es ja auch selbst in den Café noch in den Rechner stecken und da dann entsprechend eingeben. Ja, richtig, aber dann müsste halt wieder der User sein Zertifikat haben. Gut, das Zertifikatsding, klar, wäre ein Problem. Für den Key als solchen mit dem One-Time-Passwort wird es immer funktionieren. Du kannst übrigens das Ding sogar zur PGP Smart Card konfigurieren. Es ist anders gemanagt. Ob es komplizierter ist, weiß ich noch nicht unbedingt. Also ich gebe durchaus vollkommen also mit dem Punkt, dass auch die GUI, die man gesehen hat, auch die Verwaltung davon im Browser, ist jetzt nur bedingt schön. Wenn ich mir angucke, wie man das hier verwalten kann, also das Management von den ganzen Dingen ist halt schon, hier jetzt da Backup zu machen oder das Ding sogar zu löschen und so weiter, das ist jetzt schon also so wirklich schön und wirklich End-User-kompatibel ist es vielleicht noch nicht. Wenn man ein bisschen weiß, was die Dinge bedeuten, ist es total trivial und nachvollziehbar. Aber Management könnte in der Tat dort schöner sein. Da wird sicherlich noch das eine oder andere passieren müssen. HTML5 ist jetzt auch noch nicht so lange auf dem Markt, dass man da schon von etabliertem Standard reden kann, den alle wirklich bis ins letzte Detail unterstützen. Da wird sicherlich noch ein bisschen mehr passieren müssen, damit es wirklich auch massenkompatibel wird. Aber es ist so ein Henne-Ei-Problem. Wenn es halt keine technische Implementierung davon gibt, dass man es auch ernsthaft benutzt, ist es halt schwierig. Und ich glaube in der Tat, dass man auch auf den Telefonen das hervorragend managen könnte. Weil ob ich jetzt da ein Passwort eingebe in der Speicher oder den Key, ist im Endeffekt egal.
wenn das Gerät von mehreren Leuten geshared benutzt wird, ich meine, kann ich das Passwort ständig nur eines, wird ja auch intern gespeichert. Das heißt, ich kann auch, wenn ich das Telefon von meinen Eltern benutzen würde, deren E-Mails lesen oder so, als Beispiel. Ja, aber also ich denke mal, viele Leute gerade mit ihren anderen Fahrern auf den eigenen Geräten nicht machen, das ist das Passwort wieder eins, aber eben auf ihren eigenen. Aber das ist halt irgendwie eine einfache der Anwendungsfall, das funktioniert. Oder eben anders funktioniert das bisher. Ich glaube, viel kann man auch schon einfach schon dafür, dass das Internet oder so fremd ist, daraus dann rausholen, wenn man das User-Interface Implementierung macht. Also, ja. Wenn man den User halt erstmal fragt, du hast hauptsächlich einen PC, der quasi dir alleine gehört, dann kann man den halt erstmal direkt auf die Zertifikats gibt ja auch die Möglichkeit, dass ja auch mit OnePassword, wie die ganzen Passwort-Safe-Tools heißen, auch die ganzen Passwörter zu sharen. Und das Problem, dass man auf mehreren Geräten die Passwörter verteilt kriegen muss, ist jetzt auch nicht neu. Und dass man immer wieder in die Situation kommt, irgendwo dann sein, das Passwort habe ich vergessen, dann kriegt man ein neues Passwort, dann muss man wieder ein Geräte abgesehen. Also das ist ja alles, die Probleme kann man alle vermeiden, indem man das mit Zertifikaten macht, wenn man halt individuell freischaltet. Vom Prinzip her ist das Witzige, dass ganz viele Sachen, das auch in der Theorie in Ansätzen von zumindest aus Sicht des Benutzers schon so umsetzen. Weil wenn ich angucke, dass ich zum Beispiel jetzt einen Facebook-Account habe und damit irgendeine App drauf zugreifen will, die darf es ja erstmal nicht, bis ich sie in Facebook in meinem Account freigeschaltet habe. OAuth-Prinzip. Also dieses Denken, dass ich meinen Account habe, auf den ich zugreifen können muss und jetzt ist hier ein Request gewesen für ein Zertifikat und das muss ich jetzt halt irgendwie, auf dem ich schon Zugriff habe, entsprechend freischalten, ist jetzt auch nicht wirklich neu. Das haben auch schon ganz Leute gemacht. Und wenn es in Facebook funktioniert, wo jetzt sicherlich auch die 80%, von denen wir vorhin gesprochen haben, online sind, also das Verhalten und diese Notwendigkeit, entsprechende Dinge freizuschalten, ist jetzt nicht komplett neu. Da könnte man relativ viel, ganz wichtiger Punkt, keine Frage, man muss die GUI dafür entsprechend schön machen. Weil das ist jetzt hier auch mit den Expires und so, ist jetzt noch der Better. Serial Number? I mean, what the fuck? Was ist eine Serial Number? Wofür brauche ich als User wissen, welche Seriennummer das hat? Also klar, da sind schon Komponenten drin, die jetzt noch nicht so ganz, so kann man es verstehen, so wie man es benutzen, drin sind. Aber ich glaube, dass ganz viele Passwort-Dinge, die als vermeintlich, ja, das ist einfacher, aber da sind diese ganzen Probleme dahinter, die ich im Alltag damit habe. Klar, ich habe jetzt neue Probleme, aber die Frage ist, ob es wirklich schlimmer geworden ist oder ob es im Endeffekt eigentlich eher besser geworden ist. Weil die Sicherheit hat sich erhöht, wenn ich jetzt explizit Geräte freischalten muss mit Zertifikaten. Der Verwaltungsaufwand ist jetzt nicht dramatisch anders geworden als das, was ich schon von anderen Anwendungen her kenne. Google mit seinem Mail-Ding und Zwei-Faktor mag jetzt ein Sonderfall sein, aber spätestens, wenn ich irgendwelche Apps habe, die jetzt mit Twitter oder mit Facebook interagieren, habe ich genau dieses Freischalten-Prinzip schon. Und wenn ich das jetzt halt auch für klassische Dienste wie Mail und Co. verwenden würde, wäre das auch sicherlich möglich. Ja. Bei den Mail-Anwendungen, weil du ja auch Apps und bei den Betriebsmann, die sind damit benötigt, ja, aus Sicherheitsgründen alle drei Monate das Passwort zu ändern. Wie macht man das mit dem Rubik-Out-Box? Muss das auch machen, wenn das jetzt 120 Seiten lang ist und 100 Seiten etc. hat? Mhm. Ich habe jetzt eins an die Rubik-Gefahr. Und muss das irgendwie bei 120 Webdiensten updaten. Also die Frage ist, ob du den statischen, also der Static Password, was im YubiKey ist, sollte auch laut deren Empfehlung ja nur ein Teil des Passwortes sein. Der ist quasi immer gleich. Das heißt, wenn du jetzt bei irgendeiner Seite dein Passwort ändern musst, weil die das halt wollen, dass du das alle drei Monate änderst, dann kannst du ja tatsächlich nur den Teil davor ändern und den statischen Teil ja so lassen. Jetzt trotzdem ist das Passwort hinterher anders. Und bei den Zertifikaten ist es eine Frage, ob du hier das Expired entsprechend setzt, dass das Ding halt nach Zeit X abgelaufen ist. Das ist durchaus, dass du dich dann nicht mehr anmelden kannst, wenn das Zertifikat abgelaufen ist. Also da musst du irgendwie aufpassen. Klar. Oder den vorderen, ja, wo du das entsprechend hinpacken willst. Ja. Also das ist darauf jetzt, die Dinge können halt auch so Challenge Response verwenden. Und ich sag mal, dass die meisten Mailer, wo man halt irgendwie alles machen muss, dann kommt man halt nicht gut aus dem Haus. Ja. Von daher dann gar nicht. Außer, wenn man halt tatsächlich dann bei dem Zertifikat auch die Dinge eigentlich genau, also das Ding per Default kann halt das YubiKey OTP
gibt einen offiziellen Authorization und Authentication Standard, dieses OATH, das auch so ein One-Time-Token-Geraffel ist, was die auch implementieren. Ich habe die statischen Passworte und ich habe das Challenge Response Ding und ich kann weitere Sachen dort reinziehen. Ich finde schon, man kann das Ding zur PGP Smart Card machen. Ich kann das Ding für SSH-Keys verwenden. Also es gibt ganz viele Dinge, die man halt kombinieren kann, verknüpfen kann. Also wenn ich denn jetzt so einen Key verwende, ist das halt auch eine Möglichkeit. Und Zertifikate als Alternative, wie gesagt, wenn ich die jetzt expiren lassen will, kann ich das tun. Das ist jetzt gerade für temporäre Dinge, wo ich ja auch anwenden kann. Ich bin am Internet-Café-Ding zum Beispiel. Ganz einfache Möglichkeit zu sagen, okay, das Ding ist jetzt halt nur 10 Minuten gültig. Dann ist der Key halt nach 10 Minuten expired und ist das Thema durch. Ja. Ich muss sagen, ich lebe von der Reizbar, aber einfach auch bei dieser ganzen Masse, was Zertifikat funktioniert, glaube ich, in den meisten Projekten ist halt schon möglich, aber dass die meisten Leute sind ja nicht genug zu oder haben es das damit wirklich zu lernen. Und die Frage ist, ob sie es müssen. Aus dieser Richtung her finde ich das halt sehr gut gemacht hat mit diesem Passwort, dass im Grunde ist der Kurs für dieser Gerätschaften Passwort, der ist ja im Grunde ein Zertifikat, ein Zertifikat. Das ist aber was die Leute kennen in Passwortform, wo sie wissen, was man machen können. Sie können es kopieren und theoretisch woanders benutzen, wenn sie es unbedingt wollten. Das lässt Google aber nur bedingt zu. Wenn ich die Anwendung ändere, sagt er, fällt aus. Werde ich das halt dann möchte, aber damit kann man zumindest hat der User eher einen Begriff davon, was das ist, wie es funktioniert. Logisch. Ich schreibe so, dass das hier drin Passwort oder drin Geräte, löscht dieses Passwort, dieses Gerät, das macht dieses Passwort 25 Minuten gültig. Allein das Wort Zertifikat schreckt Leute, glaube ich, schon ab. Könnte sein. War ja auch gut. Ja, genau. Die Frage ist, ob man eben den Leuten erklären muss, dass es ein Zertifikat ist. Meine, Leute haben ja auch den E-Perso akzeptiert irgendwie, auch wenn es vielleicht nicht alle benutzen. Also die Geeks schalten es ab oder wollen es gar nicht erst haben, aber die meisten Leute sagen einfach, ja, ist okay. Da ist ja auch ein Zertifikat im Endeffekt drin. Dass keiner halt weiß, dass das nirgendwo dokumentiert ist. So für die breite Masse ist jetzt ein anderes Ding. Aber theoretisch gesehen ist es ja das gleiche in grün. Nur, dass es da noch eine Identifikation mehr ist, die man in dem Fall nicht haben will. Also ich glaube, dass man in der Tat, also man muss an dem Wording sicherlich arbeiten. Muss vielleicht auch ein bisschen an der Repräsentierung davon arbeiten. Ich glaube übrigens, dass es echt einfacher werden kann, weil man sich mit ganz vielen Details nicht beschäftigen muss. Dass das ein Zertifikat ist und dass das irgendwann abläuft, ist jetzt total uninteressant, weil im Endeffekt kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich bin jetzt hier angemeldet und kann den Leuten ja sagen, hey, dein Anmeldungstoken, was auch immer, Ding läuft demnächst ab, wir müssen mal einen neuen erzeugen. Und dann, das kann ja alles für JavaScript triggern, wenn man sich angemeldet hat, okay, der Token läuft demnächst ab, also erzeugen wir mal einen neuen. Die Leute benutzen OAuth, ich meine, Twitter ist jetzt auch so ein massenkompatibles Teil, wo man halt Apps mit reinschaltet, also dass man das mit Zertifikaten dahinter versteckt. Klar, man muss die ganzen Details und auf Frauenseite OpenSSL mit irgendwelchen Keylängen, alles, das ist alles viel zu viele Details, das will gar keiner wissen. Keine Frage. Ist so ein Zertifikat vielleicht anfälliger, weil es die ganze Zeit auf dem Rechner gespeichert ist? Das ist ja nicht wie das Passwort, was gerade in dem Moment eingegeben wird. Wenn der Rechner da identifiziert ist, ist das Passwort nicht mehr sicher. Ausgespäht, aber das Zertifikat ist dauert auch im Rechner drin. Wahrscheinlich wird der Rechner dann einmal nicht identifiziert ist. Wahrscheinlich alle Zertifikate, die da drauf sind. Wenn du die im Klartext so offen, deinen Private Key so offen liegen hast, wären die in der Tat danach quasi kompromittiert, ja. Vom Server aus, weil der Server kriegt das ja gar nicht mit. Also der Server kriegt ja nur den Public Key und die Signierung davon übermittelt. Ja, wir legen den noch an. Der Witz ist, der Transient wird ja auf dem Client erzeugt. Du kriegst nur den Public Key übertragen und das Ergebnis davon signierst du. Und das kriegst du wieder zurückgeschickt. Du musst eine komplette Client-Einstellung, wie sicher der Zertifikat abgelegt wird? Ja. Natürlich. Das ist zumindest aus Sicht des Serverbetreibers einfacher, weil du dann mit dem Problem, dass du das sicher speichern musst, nichts mehr zu tun hast. Aber ja, du musst es halt auf dem System, wo du es hast, schon entsprechend sinnvoll unter Kontrolle haben. Je nachdem, wie lange du es hast, wenn du im Internetcafé bist und sagst, der Token darf oder das Passwort, Zertifikat, irgendwas, Ding darf halt nicht lange gültig sein, du kannst halt eine kurze Gültigkeit einstellen. Kannst ja auch beim Erzeugen schon machen, kannst ja eine Checkbox machen, maximal, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas aktiv lassen, ist das danach halt nicht mehr brauchbar. Ansonsten, wie gesagt, Firefox würde das halt nur mit dem Masterpasswort im entsprechenden KeySafe ablegen. Wenn ich irgendwie Mac habe, ist das auch, die ganzen Schlüssel und alles werden in der Master Keychain gespeichert, die mit dem entsprechenden Passwort oder zusätzlich eben mit dem Token, kann ich auch beides machen. Ich
kann ja auch den Passwort-Safe mit einem YubiKey schützen, dann habe ich es quasi doppelt und beide Möglichkeiten verwende, dann ist das halt schon relativ sicher, weil wenn ihr das auszulesen und ist jetzt irgendwie ein schlaues Passwort da gerät, habe ich halt gleich ein Limit wie früher. Also man kann es schon sicher bekommen, aber das ist natürlich, wenn irgendwo ist halt das mal quasi im Feindesland aus Sicht des Servers, weil die ganzen Daten da halt alle liegen da draußen, und ob ich jetzt das Passwort komplettiert bekommen habe oder den entsprechenden Zertifikat, ist jetzt aus Sicht des Servers kein Unterschied. Aber ich muss mich beim Speichern von Daten halt als Serverbetreiber nicht mit der sicheren Speicherung von Zertifikaten oder Passworten beschäftigen, weil ich muss halt nur den entsprechenden Public Key und meinen Root-Zertifikat, den ich unterschrieben habe, sicher speichern. Genau. Und das ist eigentlich immer gut, weil er kann weniger falsch machen. Das ist mal nicht schlecht. Und dass ein User-Rechner mal gekapert wird, ist jetzt eine Tatsache, klar. Aber ob ich jetzt dann Zertifikate verliere oder alle Passworte, ich muss oder so alles ändern. Also da ist es jetzt nicht schlechter geworden. Das ist richtig. Passworte, die da drauf liegen, und das ist extra Zeitwort, die ich merken kann. Ja, wenn Sie ein Passwort-Safe liegen, der nicht verschlüsselt ist, ist es das Gleiche. Ja, also das ist jetzt nicht besser oder schlechter geworden. Da war gerade eben noch eine Meldung? Ja. Danke für die Antwort. Wir haben jetzt noch 10 Sekunden. Also noch eine Frage. Ja. Was ist, wenn jetzt der Benutzer sich ganz lange nicht am System angemeldet hat und der Key einfach abgelaufen ist? Kann der gar nicht auf den Ja. Wenn dein Passwort expired ist oder du auf die E-Mail-Adresse, wo du da dein Passwort vergessen Ding hinschicken wolltest, nicht mehr hast, hast du das gleiche Problem. Also wir können nicht alle Probleme auf einmal lösen. Aber ja, das ist dann hart, wenn das Zertifikat expired ist, ist der Account quasi erstmal tot. Da wäre die Möglichkeit, quasi einen neuen zu erzeugen und dann, keine Ahnung, einen Hotline-Service oder irgendwas anzurufen und zu sagen, hey, hier ist was, alternativ, halt genau wie Passwort vergessen, halt entsprechenden Token generieren zu lassen und dann quasi zu sagen, hier, ich möchte jetzt bitte ein neues Zertifikat für diesen Token haben. Also das kann man lösen. Okay, dann vielen Dank. Wenn weitere Fragen sind, ich bin noch mit dir.